Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich möchte heute ein paar Thunfisch-Hundeleckerlis machen. Da unser Hund ja immer hier dabei ist, mehr oder weniger immer dazukommt und mal wieder weggeht und er ja Leckerlis auch ganz gern mag, habe ich gedacht, dann werde ich heute mal welche machen. Und dazu nehme ich euch mit und wir legen auch gleich los. So, Thunfisch-Leckerli für einen Hund. Da brauchen wir 100 Gramm Dinkelvollkornmehl. 400 Gramm, ganz normales Weizenmehl, 405er. Oh, gut. Ich muss mal schnell noch ein bisschen was rausholen. Ein bisschen viel hier drinne. So, jetzt haben wir. So, und ein Ei. Neutrales Öl. 30 Gramm. So. 120 Gramm Wasser. So. Und eine Prise Gemüse. Brühe. Ob man es merkt, weiß ich nicht, aber steht so laut Rezept. Und Kräuter steht hier auch noch drin. Zwei Esslöffel, aber ich nehme jetzt nur einen Esslöffel, weil unser Hund ist nicht so für Kräuter. Der isst lieber mehr Obst. Gut, mache ich mal so. Anderthalb rein. Das sind Gartenkräuter getrocknete. Und jetzt eine Dose Thunfisch. Abgetropft tun wir da jetzt rein. Na. Immer so reingepresster Thunfisch in den Dosen. So. Und jetzt das Ganze. 5 Sekunden auf Stufe 6. Jetzt das Ganze noch auf 2 Minuten auf der Teigknetstufe. So, jetzt ist fertig geknetet. Ich zeige es euch. So sieht es jetzt aus. Das tue ich jetzt auf der Teigmatte. Warte, ich nehme euch damit zu runter. Unser Hund, der ist ja schon am. Ich hörte, geh weg.
sehr thunfischig. Ich werde das jetzt nochmal durchkneten. Ihr könnt den Teig ausrollen und auch mit Ausstechform ausstechen, aber ich werde das zu einer Rolle machen, weil ich habe keine geeigneten Ausstechformen für einen Hund. Ich halbiere das mal. So, und dann machen wir jetzt erstmal eine Rolle fertig hier. So, ich rolle die Wurst mal und dann zeige ich es euch. So groß habe ich sie jetzt gemacht. Guckt so. Und die schneide ich jetzt in Stücken. So, guckt, ich mache die dann noch so ein bisschen platt. So mache ich die und setze die jetzt auf ein Backblech. Ich werde das jetzt schnell machen und wenn ich es auf dem Backblech aufgesetzt habe, dann zeige ich es euch nochmal. Guckt, so habe ich sie jetzt auf dem Backblech getan. Ich habe die Vitala ein bisschen größer gemacht, weil ich die, wenn sie abgebacken ist, breche ich die noch durch. Und unser Hund braucht auch was zum Kauen, weil sonst schluckt er diese runter und dann verschluckt er sich jedes Mal. Das ist leider das Problem bei ihm. Wie gesagt, die backe ich jetzt ab für 30 Minuten auf 200 Grad. Ober-Unterhitze und wenn sie fertig gebacken sind, dann zeige ich es euch. Und dann mal gucken, ob der Hund eins essen will, dann kann ich es euch auch zeigen, dass er die auch mag. So, ich backe die jetzt erstmal ab. So, das sind die fertig gebackenen Hundekekse. Wie gesagt, so sehen die aus, so mache ich die immer. Und fressen tut dieser Hund. Vielleicht habt ihr Lust, die nachzumachen. Ganz einfaches Rezept, ihr könnt die ausstechen oder halt so zu Kreisen drücken, größer, kleiner, könnt ihr machen, wie ihr wollt, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann zum nächsten Video wieder. Originalrezept verlinke ich euch wieder in der Infobox. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Bei uns ist es heute leider sehr, sehr warm, dass man nicht so viel machen kann. Aber so ist halt der Sommer. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das mit dem Hund noch einfange, dass er seht, dass er die auch mag, wie auch immer. Aber er mag sie. Und dann gucken wir mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Andrea.